Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. So, bei Schwarmsacker jetzt Marco Löhring vom BCA Oberhausen. Marco, hier bei der Endrunde zur Stadtmeisterschaft. Ihr seid mit der zweiten Mannschaft angetreten zur Stadtmeisterschaft. Die Mannschaft ist in den Gruppenspielen ausgeschieden, aber kein Beinbruch heute, oder? Nee, definitiv nicht. Wie gesagt, wir haben auch zwei, drei Spieler von der ersten dabei gehabt. Wollten natürlich die zweite da unterstützen, weil sie ja generell nicht so viele Leute im Kader hat. Ja, ist uns im ersten Spiel eigentlich ganz gut gelungen, oder? Aber dann im zweiten sind wir ein bisschen zusammengefallen. Aber das ist okay. Wie gesagt, Halle ist jetzt nicht das primäre Ziel für uns. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man hier auch einen Erfolg geschaffen hätte, aber so ist es auch. So, okay. Schwarmsacker nutzt am Rande der Stadtmeisterschaft hier in Hohenstetten die Möglichkeit, mit dem sportlichen Leiter der DOK Lechhausen zu sprechen. Michael Baumeister, hallo. Hallo. Die DOK heute in der Vorrunde schon ausgeschieden. Traurig darüber? Ja, sicherlich. Das entspricht absolut nicht dem, was wir uns vorgenommen haben. Also für uns war eigentlich das Ziel, auf jeden Fall das Halbfinale zu erreichen. Aber durch die doch deutliche Niederlage gegen TSG ist das Turnier natürlich katastrophal losgegangen. Stadtteilderby verliert man natürlich immer ungern, gerade gegen die TSG. Ja, selbstverständlich. Zumal wir bei TSG im Turnier nur 5-2 gegen sie gewonnen haben, jetzt hier 6-3 verloren haben, ist natürlich bitter. Ich hätte es aber dem Franz Schmalzer gewünscht, dass er ins Finale kommt. Wir haben sehr guten Kontakt zur TSG, aber sicherlich schmerzt es, wenn das Stadtteil Derby verloren geht.